Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Doch bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt die Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas draußen, der Skyns am Start, und es wird ein neuer Let's Play Battlefield Hardline. Endlich. Ich hoffe, dass diese Aufnahme einigermaßen funktioniert. Ich hatte vor kurzer Zeit sehr, sehr viele Probleme mit der Aufnahme. Mit dem Aufnahmegerät. Habe mich eigentlich dazu überwinden können, mal was dagegen zu tun. Und die ganze Schüssel repariert, bla bla bla, pipapo. Und jetzt können wir es endlich spielen. Ich habe auch so lange mit Monster Hunter 4 Ultimate gespielt. Ich weiß nicht, das Spiel ist so süchtig machend. Hätte nie gedacht, dass es mir so krass gefällt. Ich war schon interessiert an diesem Spiel, aber so krass war ich eigentlich noch nie so involviert da drin. Ne? Und ja, also man muss jetzt bedenken, ich habe die ersten paar Sekündchen habe ich da drinnen schon gespielt. 2-3 Mal, weil die Aufnahme halt nicht funktionieren wollte. Dementsprechend sind mir so ein paar Anfangssequenzen schon bewusst. Alles andere werden wir mal sehen. Anwärter wird empfohlen, falls es dein erstes Shooter ist. Achso, warte mal. Wir spielen Episoden. So, jetzt haben wir es richtig. Anwärter wird empfohlen, falls dies ein erster Shooter ist und bietet das komplette Battlefield Hardline-Erlebnis. Gegner sind jedoch leichter zu besiegen und ihre Waffen verursachen weniger Schaden. Schwierigkeit Officer. Dieser Schwierigkeitsgrad bietet Gelegenheitsspieler und Genre-Neulegen eine ausgewogene Mischung aus Herausforderungen und Erfolgserlebnissen. Weißt du, mein Schüler, unter Umständen eher in Schwierigkeit Veteran spielen und Veteran. So wird Battlefield Hardline bei Visceral gespielt und genauso sollte es auch von erfahrenen Spielern gespielt werden. Gegner richten mehr Schaden an, damit steigert zwar die Herausforderung, jedoch auch das Erfolgserlebnis. Um halt irgendwie Frustmomente und sowas zu vermeiden, würde ich jetzt sagen, wir spielen Officer. Einfach nur damit wir halt nicht so viel Stress haben bei einigen Passagen. Oh yeah. Das ist Thunderbolognese. Woo! 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 Ihr müsst bedenken, draußen bei Konto ist offen. Also können alle Leute hören, was ich hier rumböcke. Des Weiteren wird dieses Video wahrscheinlich gesperrt wegen dieser wunderschönen Musik. Schaut euch diese herrliche Landschaft ruhig noch ein letztes Mal an, Männer. Sowas werdet ihr für eine ganze Weile nicht mehr sehen. Nicholas Mendoza. Boah, sieht so geil aus. Scheiße. Wenn du hier landest, hast du es wirklich richtig verkackt. Pass mal lieber auf deine Waffe auf, Deputy, bevor sie dir einer dieser Herren abnimmt. Korrupte Cops wie dich sehe ich sehr gerne in meinem Bus. Es heißt, das System funktioniert. Genießt die Fahrt! An einigen Stellen sieht das so realistisch aus, das gibt's gar nicht. Generell sind wir sehr verwöhnt, was Grafik angeht, wenn man es mit früher vergleicht. Alles klar, hier ist es. Okay, das sollte nicht lange dauern. Sollen wir die schnell einsetzen und dann essen gehen? Ja, okay. Ich kenne einen guten Kubaner in der Nähe. Ein Kubaner? Junge Nick, du läufst keine Streife mehr. Da geht mehr als Bohnen. Meinst du? Ernst. Bohnen mit Reis. Ich bestätige dich. Ich hab ne Idee. Ich such den Laden aus. Ne? Ich garantiere dir, du wirst nie wieder Fleisch mit Pappe essen wollen. Mal kubanisch gegessen? Hey, diesmal gehst du voran. Okay? Knallharter Zugriff. Konzentration, Zielperson finden und alle ausschalten, bevor sie zur Knarre greifen können. Ja, hab ich schon mal gemacht. Aber. Okay, dann los. Und leg ein bisschen. Okay! Oh, eine Taschenlampe. Klopf, klopf. Pizza-Service.
Ich will die Hände sein, ich will die Hände sein, wenn du Bescheid sagst. Welche falsche Tür? Ich habe die falsche Tür gesehen. Welche falsche Tür? Wo hätte ich denn sonst hingehen sollen? Wo hätte ich sonst hingehen? Wo hätte ich sonst hingehen sollen? Was ist da oben? Was ist da oben? Soll ich da oben nicht hingucken oder was? Also an dieser Stelle ist schon Feierabend für mich, weil was mit dir? Pfui, Freund, pfui. An dieser Stelle ist eigentlich auch schon Schluss, weil ich immer ab dieser Stelle bemerkt habe, dass die Aufnahme nicht richtig funktioniert. Was willst du denn jetzt, hä? Das Licht ist gegen Antipolizisten, also Antipolizistenlicht ist das, okay, interessant. Was machst du denn die ganze Zeit, hä? Ich blende die wenigstens. Zack. Okay, komm. Okay. Schön die Hände oben lassen und langsam umdrehen. Langsam. Ganz lang. Du machst deine Riesen. Wüsste ich aber. Mann. Wir sind doch alle drauf. So, jetzt. Wer ist als nächstes, hä? Hände nach oben, Freundchen. Freundchen, wo hast du denn deine Hände? Junge. Ist ja richtig nice. Das konnte ich mal besser. Ist ja richtig nice. Dann gehen wir mal in den Wald und werden dem kleinen Manu einen neuen Wookie besorgen. Ne, warte mal, es geht noch besser. Dann gehen wir mal in den Wald und werden dem kleinen Manu einen neuen Wookie besorgen. Ah, konnte ich auch mal besser. Könnte ich alles mal besser. Ah, du guckst auch so ganz debil. Okay, komm. Umdrehen. Ganz ohne verdammte Scheiße. Ja. Ist doch ein einziger ich höre kein Lachen. Morgen früh bin ich wieder draußen, Bulle. Verlass dich drauf. Ach ja? Bei dem guckst du auf die... What the fuck? Was bist du für eine? Schnauze! Bam, bam, bam! Bam, 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 bam! Bam, 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 Headshot! Bam, 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 bam! Ich mach die Festnahmen. Du solltest hier aufpassen. Echt mal? Ja, ja. Durchsuch die Leichen. Vielleicht findest du raus, was die vorhaben. Du, verrückter Mongo, du! Tante Scheiße! Warum machst du denn nichts? Was haben wir denn hier? Huch! Stirb! Huch! Okay. Alter Schäde, was war das denn jetzt? Wo kommt die verrückte Tante her? Und warum? Wo sind seine Handschellen? Okay. Und ach du Scheiße! Was ist das denn? Das war nie und nimmer meine Schüsse! Boah, was hat die gegessen? Guck dich das an! Boah, Alter! Was hat die geschissen, Alter? Die hat ja vorher eine abgedrückt hier. Diese verrückte Tante. Aber einen ordentlichen Vorbau hatte sie. Wie die da liegt. Also wenn die tot sind, gucken die wie Autos. Schnauze! Alter, wo kommt das Loch her? Alter. Aha. Ja, ja. Schau einer an. RTL Scheiße wahrscheinlich. So. Okay. Objekt aufnehmen. Wollen wir Objekt aufnehmen und da gucken wir ein bisschen hier rum. Jetzt müssen wir mal bedenken, hier waren drei Leute, vier Leute waren hier. Eine Frau, die am Kacken war. Und die haben eine Matratze drin. Okay, gut. Komm. Huh, was hast du denn jetzt? Okay. So. Bingo. Was machst du? Refresher. Ausweis. Nice. Nein. Nice. Bleiben! Los, ihm nach! Los, los! Den hol ich mir!
Bleib stehen! Hallo! What the fuck? Wie schnell war der? Wir haben gerade erst um die Ecke gehen sehen. Wow! Einmal schon über die Mutter aber sliden. Ja, von 0 auf 100 ist eine Sekunde auf jeden. Cocker! Oh, nicht in die Tankstelle rein. Woo, komm her, du kleine Biech. Boah, sieht das geil aus. Hey, du Schwanz. Aber ich seh nix. Wo ist er hin? Wow, voll dich, Mensch. Da ist er. Bleib stehen! Sie haben ihr Trinkgeld vergessen. Ich werde ihm sein Trinkgeld geben. Und koste es das Leben anderer. Er kriegt sein Trinkgeld. Schade, den Menschen kann ich nicht überfahren. Mal gucken, ob ich den Menschen überfahren könnte. Als ob der Polizist dann einfach aufgeben würde und nichts machen würde. Aber hey, das muss auch gerade erstmal schätzen. Die Anfangssequenz zu verkacken. Okay. Alter, was die auf dem Auto haben können. Oh, da ist einer. Scheiße. Mann, ich will mal Menschen überfahren. Ich frage mich, ob das funktioniert. Jetzt weiß ich, wo ich drauf drücke. Da ist einer. Hab ich ihn umgebracht? Wäre mega sweet. Immer das Gleiche. Immer sind da Leute, die einfach nicht ihr Trinkgeld mitnehmen wollen. Okay, wir müssen den ausschalten. Bleib stehen. Eieiei, Alarm von Cobra, jetzt ein Scheiß dagegen. Als ob der sich jetzt noch bewegen könnte. Als ob. Das kommt davon, wenn man sich das Trinkgeld mitnehmen will. Und mir ist gerade ein bisschen schlecht, Leute. Schon nicht mehr auf den großen. Du hast schon geguckt. Leck mich verdammt. Oh, den Spruch kennst du schon, ne? Man. Und toughes Asiaten-Vibes auch mit dabei. Und der Papa wahrscheinlich. Oh, und der Quotenschwarze. Episode 1, Schule hat begonnen. Captain Dwayne mag keine misslungenen Einsätze und der letzte Einsatz war mächtig misslungen. Seine Leute gehen aus dem Weg, wo sie nur können. Aber das gelingt nicht jedem. Okay. Die Hotshot-Akte. Alter, ist mir egal. Nach einer Razzia in einem Overcast-Hotel gibt es 5 tote Verdächtige und eine Festnahme.
Cortana. Das ist Cortana-Stimme. Es handelt sich um laufende Ermittlungen. Also kein Kommentar? Es handelt sich um laufende Ermittlungen. Das ist mein Kommentar. Kein Kommentar hieße kein Kommentar.